gestern schon mal ein paar Tage bei diesem Coach und nochmal ohne Video, aber jetzt das morgen wieder mit. Ja, es geht hier, ich habe eine Mail bekommen und da erzählt ein Mann, von Therapien gemacht hat über Männlichkeit in heutigen Zeiten, Männergruppen, Leben gedreht, nice, geil, Unterstützung vor allem von meinen Kursen gebucht, hat viele Aha-Effekte ausgelöst, hat sich sogar, wo ich mich immer so schwer mit Frauen getan habe, dann einige Erkenntnisse über die eigene Biografie und letztlich der Frage dann, ich habe noch nicht den Mut, mir das zu nehmen, was mir als Mann zusteht. Also, meine, zustehen tut da also nichts als Mann, aber ich vermute mal, du hast Angst vor so eine positive Männlichkeit zu gehen. Was dazu führt, dass ich beim Flirten und Kennenlernen schnell wieder in dieses niedige Verhalten reinfalle. Außerhalb der Situation sehe ich das und kann das auch aufschlüsseln, aber es fehlt mir an der Umsetzung und dem Mut. Ja, auf jeden Fall brauchst du den Dating-Kurs für Männer, beziehungsweise liest du mal den Liebescode und ja, das geht natürlich, kenne ich auch von früher, geht vielen Männern so und das ist aber leicht anzugehen, indem du einfach diese Dating-Ratschläge befolgst, weil du kannst nach außen ein nicht niedriges Verhalten zeigen, auch wenn du dich innerlich needy fühlst. Und da gehst du einfach durch diese Dating-Ratschläge, die eben, also du, was weiß ich, sprichst eine Frau an oder du hast irgendwie ein Match auf irgendeiner Partner-App oder ich weiß nicht was, du machst ein Date mit festen Zeit, festen Ort, also bist da schon irgendwie klar und gehst dann auf ein Date und versuchst jetzt nicht, dich irgendwie zu verkaufen oder überhaupt irgendwas, sondern versuchst einfach einen guten Abend zu haben, nutzt diese Ratschläge, lässt die 70-80% reden, versuchst witzig zu sein, sie nicht zu gewinnen, was man immer in diesem Film sieht oder so. Und dann ist das kein Hexenwert. Und wenn die Frau, ich meine, das ist ja auch alles drin in diesen Kursen, zeigt, dass sie rezeptiv ist für deine Präsenz, ja, dann versuchst du halt zum Abschied oder wenn es passt, einen Kuss zu geben, so, ne? Und dann siehst du, ob sie auf dich steht und dann, oder machst du es halt auf dem zweiten Date oder ich weiß nicht was und dann geht's weiter, so, und habt ihr euch geküsst, dann küsst du sie nochmal und dann geht das so langsam so weiter und irgendwann landet man bei irgendjemand zu Hause, so, ne? Und das ist, ich meine, klar, das ist jetzt ein bisschen in meinen Kursen ein bisschen länger aufgeschlüsselt. Ich habe ja auch Videos dazu gemacht, das perfekte erste Date zum Beispiel. Und das lässt sich angehen. Man kann es üben und wird dann auch, wenn man Erfolge erzielt, also mit den Methoden, die ich da lehre, sind wirklich, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sein Datingleben sich verbessert. Dann wird man mutiger, hat man mehr Erfolge und dann ist man auch nicht mehr ganz so nervös. Und ein bisschen nervös sind alle auf dem Date, so, ne? Und gerade wenn man eine Frau richtig gut findet, ist man immer ein bisschen needy, ne? Aber man kann es nach außen, diesen Vibe senden, hey, ich bin calm, cool, collected, und das lässt sich üben, nur nicht mit nur lesen oder so, sag ich mal. Man muss es tun, also man muss dann auch auf Dates gehen und diese Ratschläge wirklich wie so ein Drillmaster, beziehungsweise wie der Drillmaster ist ja der andere, aber man muss einfach diese Ratschläge von mir Drillmaster einfach stur befolgen und dann wird man auch Ergebnisse erzielen, so, ne? Und also insofern, da gibt's Abhilfe und denke, gerade für Männer kann sich das Datingleben sehr schnell drehen, wenn man die richtigen Schalter gefunden hat. Insofern macht die Fangirlkurse und wir hören uns bald oder sehen uns vor allen Dingen auch bald wieder. Ciao.